Hallo zusammen, wieder Guido Gerber vom SCB. 20 Saisons für den Verein gespielt. 1105 Meisterschaftsspiele für den Club gespielt im SCB-Dress. 6-mal Meister geworden, 2 Cup-Siege. Und jetzt ist Schluss. Beim letzten Match gegen Biel. Ja, es war recht emotional und extrem nervös. Das erste Drittel habe ich draußen geschaut. Und dann die anderen zwei Drittel habe ich Garderobe geschaut im Fernsehen. Und ja, viel nervöser war, als ich gespielt hätte. Aber ja, es war ein abrupter Schluss. Und, aber ich also wusste, dass eines Tages wird das letzte Spiel kommen. Und es war an diesem Zeitpunkt ja, recht emotional gewesen, aber es ist, wie es ist. Ja, als ich meinen Namen gehört habe draussen, ist mir ein kalter Rückgabe gelaufen, als ich nachher rausgekommen bin. Und ja, es war recht emotional für mein Mittelkreis. Und das Stadion war gleichwohl noch recht gut gefüllt gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, emotional. Und ja, da weiss man doch, dass man nicht alles falsch hat gemacht in diesen 20 Jahren. Wenn sie das so verabschiedet ist. Ich kann mich eigentlich noch recht gut erinnern, als ich das erste Mal in die Garderobe hineingelaufen bin beim SCB. Eigentlich als relativ junger Spieler bin ich hierher gekommen und ja, sehr viele erfahrene Spieler hier gsi, Nazi-Spieler, alles Mögliche. Und ja, es war schon nicht ganz einfach gsi. So ein bisschen als, ja, ich war aus einem kleinen Club rausgekommen und dann zuerst mal in einem grossen Club gsi und hat man sich den Platz schon ein bisschen erkämpfen. Nicht mit Wort, sondern nur vom Eis. Und ich glaube, es ist mir nicht so schlecht gelungen und aber auch gute Unterstützung von einzelnen Spielern. Jetzt mit dem, den ich zusammen gespielt habe, Martin Steinegger. Das hat mir natürlich schon erleichtert, wenn ich mit einem Sättigen zusammenspielen konnte. Etwas, was mir am meisten in Erinnerung bleibt, ist ganz klar, dann, wo wir natürlich gewonnen haben, die 6 Meistertitel und die 2 Cup-Siege, es bleibt dir ein Leben lang in Erinnerung. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres für einen Hockeyspieler, wenn man zuletzt den Pokal in die Höhe stemmen kann. Und ja, das ist das, was mich geprägt hat in diesen 20 Jahren. Was mir natürlich auch stark in Erinnerung wird bleiben, ist das Garderobenleben, wo viel erzählt wird immer und ja, es ist wirklich so, wie viel erzählt, speziell und das ist für mich immer extrem wichtig gewesen, dass wir es im Team innen gut haben miteinander und auch das eine oder das andere halt so erleben, wo vielleicht nicht und nochmal auf dem Eis ist, wo hier innen, wo das Team zusammengeschweißt hat und ja, viele Spieler, wo gesehen, wo gegangen sind, aber auch wieder neue gekommen sind. Und, vor 20 Jahren war es vielleicht noch ein bisschen anders als jetzt. Die jüngere Generation ist schon ein bisschen anders. Es ist natürlich auch Social Media ist viel mehr dazu gekommen. Man ist viel offener geworden in dieser Hinsicht. Und, aber ja, die Zeit ist halt, es läuft. Und, ich kann es nicht aufhalten, aber es bleibt ab, so wie es abgegangen ist. Ja, was ich über Biel kann sagen, ist, glaube jetzt nach den 9 Jahren, die wir zusammen hier haben verbracht, kann ich mal ihm sagen, dass es nicht wegen ihm war, dass ich auf Bern bin gekommen, weil er hat jetzt, glaube ich, immer gemeint, was im Raum ist gestanden, eben, dass ich auf Bern kommen könnte, hat er mir ein SMS geschrieben gehabt. Es soll doch kommen, es ist cool da. Und ich glaube, er meint immer noch, dass ich wegen dem SMS, dass ich schlussendlich auf Bern bin gekommen. Aber ich glaube, ich muss es dem mal sagen, dass ich nicht weg am SMS war. Aber gleich hatte ich sehr Freude, gehabt, dass ich gemeldet habe. Ja, ich muss mich noch besinnen an eine meiner ersten. Das war wahrscheinlich die erste Saison, wo ich wegen etwas Kleinen zu den Physios musste und auf dem Schragen gelegen. Und nachher ist ein Zoomer gekommen, hat mir symbolisch ein Hölzchen in den Finger gedrückt und hat gesagt, ja, jetzt musst du noch ein bisschen lernen beißen. Und ich glaube, das nehme ich wirklich mit für die Karriere. Oder? Das hat mir hier sehr gut gelernt, dass, man, ja, dass es nicht immer einfach ist, dass man ein bisschen beißen muss. Ja, es ist
sehr spezielle Zeit, wo mit 18 Jahren angefangen hat. Dann, als ich das erste Mal in dieser Garderobe war und er ist reingekommen und mich nicht beachtet, nicht gerufen. Spezielle Zeit. Und ja, dann hat nachher die Reise an ihrer Seite angefangen. Und ja, manche spezielle Momente erlebt. Ja. Schöne, weniger schöne, emotionale. Und ja, es war wirklich, wirklich mega cool gewesen. Neben ihm habe ich gelernt, was es heisst, meistens das erste da zu sein und das letzte zu gehen. Sei es jetzt im Eishockey oder irgendeinem anderes. Und das ist ein bisschen meine DNA geworden. Also, ja, Mallorca ist eine Insel, wo wir sicher ein paar Mal gewesen sind zusammen. Und ja, für mich ist das nicht Malle, sondern die Bidus-Insel. Weil ja, dort blühst du immer richtig auf. Und darum ist das in meinem Kopf gespeichert und die Bidus-Insel. Der SCB bedeutet für mich natürlich alles. Das ist mein ganzes, oder ja, das halbe Leben habe ich für sie gespielt. Ja, es ist mein Leben und die Leidenschaft ist da, es brennt immer noch. Wird auch immer brennen, es wird immer die Titel, die ich geholt habe, werden immer in Erinnerung bleiben, das ganze Leben lang. Liebe SCB-Familie, liebe SCB-Fans, ich möchte mich für alles zusammen, was ich hier erleben durfte, bedanken. Und ich möchte allen sagen, die etwas beitragen für meine Karriere, möchte ich merci sagen. Aber ich werde nicht verschwinden von der Bildfläche. Ich freue mich extrem auf einen neuen Job. Und bis gleich. Tschüss zusammen.